Regio TV Plus ist eingeladen worden nach Reigoldswil. Bei mir ist der Peter Börlin. Peter, was macht ihr heute hier? Heute ist die Delegiertenversammlung vom Musikverband Beide Basel. Das heisst, es wird Rechenschaft abgeleitet über das vergangene Verbandsjahr. Kassenbericht, es finden Wahlen statt. Wir haben eine neue Person, die im Vorstand gewählt wird. Es gibt neue Personen in der Musikkommission. Die Jahresbericht, was halt zu einer Generalversammlung im Prinzip gehört. Jetzt haben wir Anfangs Jahr schon mal miteinander einen Bericht gemacht. Und zwar haben wir dort miteinander probiert, mit einer Trompete eine Kerze auszublasen. Es ging Peter seinerzeit auch darum gegangen, dass man versteht, dass man eigentlich auch die Probe weitermachen konnte. Auch trotz Covid mit einem Abstand, aber sicher nicht in einer Doppel-Dreifach-Turmhalle, wo dann alle so weit auseinandersitzen. Was ist passiert seitdem? Habt ihr wieder können im Probebetrieb einsteigen? Und ich erinnere daran, du hast mir seinerzeit gesagt, Danny, wenn wir jetzt nicht können proben, dann gibt es im Herbst keine Konzerte. Das ist richtig. Und die Situation ist leider schwierig geblieben. Man hat ja die Stigmatisierung, die man hatte, wo es geheissen hat, Blasinstrumente sind Virenschleudern. Das hat man widerlegen, als das effektiv nicht so ist. Aber das ist einfach schwierig gewesen. Die ganze Politik ist einfach auf Nummer sicher gegangen und hat uns auf Deutsch gesagt verboten, in einem Verein richtig Musik zu machen. Wir dürfen heute proben bis 30 Personen. Ab 30 Personen müssen alle, also es müssen immer alle zertifiziert sein. Und auch das mit dem 3G, da geht es jetzt nicht um meine persönliche Meinung, sondern das ist einfach so, das ist in einem Verein gar nicht so einfach, das durchzuziehen zu einem geregelten Probenbetrieb. Dann schauen wir mal, was für direkte Auswirkungen das jetzt dann auch produziert. Und jetzt haben wir hier den Präsidenten vom Musikverband Beider Basel. Peter, wir haben es vorher gehabt, über die Auswirkungen am Corona-Jahr jetzt. Und wir haben einen direkten Punkt, was passiert mit dem Musikfest nächstes Jahr? Ja, das Musikfest hat leider einerseits aus Corona-Massnahmen müssen abgesagt werden, andererseits auch mangels Interesse leider von den Vereinen. Das heisst, sich lediglich 20 Vereine angemeldet. Und vom grossen Rest, über 45 Vereine, haben es nicht einmal für nötig gefunden, sich abzumelden oder einfach zu informieren, dass sie sich das noch überlegen und später sich eine Anmeldung ins Auge fassen. Und das finden wir sehr schade. Weil einerseits der Musikverein Bubendorf hat sehr viel Aufwand betrieben. Wir mussten ja schon einmal absagen, das Musikfest. Und jetzt halt wirklich leider nochmal. Und es ist wirklich zu bedauern. Wir haben versucht, das attraktiv zu machen. Man hat auch eine Auswahl an Aufgabenstücken den Vereinen gegeben, dass sie sich anpassen können an ihre eigenen Musikchoren. So. Aber nicht einmal das hat etwas genützt. Und eben, es ist wirklich sehr, sehr schade und zu bedauern. Und wir werden das sicher noch mit dem Verein zusammen analysieren, wieso so eine grosse Passivität drum ist. Und wer auch noch darunter leidet, sind auf jeden Fall die Veteranen, die sollten geehrt werden, die ihre Medaille kriegen dieses Jahr. Dort haben wir jetzt auch eine andere Lösung. Könnt ihr dort von Tür zu Tür und könnt das selber überbringen? Oder wie macht ihr die Ehrung? Also die Post wird das von Tür zu Tür überbringen. Weil es ist wirklich die einzige Lösung, die wir noch haben. Oder? Weil nächstes Jahr gibt es ja wieder Veteranen. Es sind durchschnittlich pro Jahr etwa 60 bis 70. Und wenn man hier nachher nach 3 Jahren müssen 200 Veteranen ehren, also ja. Könnte man ein Riesenfest machen im 23. Also, das sind News und Informationen hier vom Musikverband Beider Basel. Und ich denke, es war vielleicht auch noch mal ein Fingerzeig vom Präsidenten an alle Vereine. Nehmt doch ab jetzt gerade selber mit ihm Kontakt auf und dient euch vielleicht ihm erklären. Ist das gut so? Ja, super. Merci vielmals. Dankeschön, dass Sie das Interview geben durften.